wenn U-Bahn-Stationen verrammelt sind, Kitas nicht öffnen und der Müll liegen bleibt. Dann wird Hannover bestreikt. Wir sind aus! Wir sind aus! Weil man uns die Zukunft klaut! Für attraktivere Arbeitsbedingungen gingen am Dienstag rund 6.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes auf die Straße. Also ich speziell bin als Sozialarbeiterin tätig in der Jugendhilfe und ich finde, das ist eine total wertvolle Aufgabe für die Gesellschaft, insbesondere zusätzlich mit den ganzen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die jetzt da sind. Und da stehen meine Kollegen alle parat und machen wahnsinnig viel im letzten halben Jahr und nicht nur das ist mehr als sonst und das muss einfach besser bezahlt werden im Vergleich zu vielen anderen Berufen. Also ich bin von Beruf medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin. Auch wir haben 3-Schicht-System. Wir stehen Tag und Nacht für die Patienten immer bereit und wollen, dass das auch gewertschätzt wird. Die Kommunen hatten in der zweiten Tarifrunde zuletzt 3% mehr Lohn angeboten. Verdi forderte jedoch 6% und einen zusätzlichen Urlaubstag. Für Auszubildende wurden zudem 100 Euro Zuschuss und eine Übernahmegarantie gefordert. Ich gehe nächstes Jahr in Rente, aber ich streike für unsere Jugend, damit sie auch noch ihre Betriebsrente bekommen und auch immer ihre Gehaltserhöhung erhalten. Das ist mein Ziel. Folge des Warnstreiks waren unter anderem lange Staus, frustrierte Messebesucher und verärgerte Eltern. Die Streikenden hofften dennoch auf Verständnis. Ja, das tut mir leid für Sie, ja. Man kann es ja verstehen, ja, selbstverständlich. Auf jeden Fall ist es ärgerlich, ja, ja, klar. Wir sind auch gezwungen, dass, ne, diese Maßnahmen. Wir sind nicht freiwillig. Gestreikt, ja. Das ist ja, es ist ja auch anstrengend. Der Job an sich ist anstrengend und natürlich möchte man auch mal eine Belohnung, indem man auch mal eine Gehaltserhöhung bekommt. Für Mittwoch sind noch Warnstreiks am Flughafen angekündigt. Darüber hinaus soll es jedoch bis zur nächsten Verhandlungsrunde Ende April keinen weiteren Ausstand geben.